jetzt mit euch in unserem Badezimmer, um euch nochmal spezielle Tipps zu geben, wie ihr das 2,5er und 11,5er Wasser perfekt für eure tägliche Hautpflege einsetzen könnt. Ihr könnt dafür zum Beispiel einen normalen Wattepad nehmen oder diese mehrfach verwendbaren. Und ich habe die in so Seifenspender reingefüllt. Ich habe hier einmal das 2,5er Wasser und das 11,5er Wasser. Ihr fangt an mit 11,5er, dann könnt ihr euer Wattepad richtig schön nass machen und reinigt damit euer Gesicht. Warum? Da somit wird die Fettschicht von eurer Tagescreme und der Schmutz vom Alltag schon mal entfernt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Extraspender machen, wo ihr dann das 11,5er mit ein bisschen Öl vermischt. Und damit könnt ihr dann das Augen-Make-up entfernen. Jetzt bleiben wir aber mal bei der reinen Hautpflege. Das heißt, da nehmt ihr ein reines 11,5er Wasser, reinigt es. Dann nehmt ihr euch ein neues Wattepad, geht zum 2,5er und ich sage mal gerne 11,5er schon mal nehmen, Zähne bürsten und dann zum 2,5er übergehen, dass das kurz ein bisschen einwirken konnte. Dann nehmt ihr das 2,5er, massiert es auch ein. Das ist desinfizierend, das heißt gerade wenn ihr kleine Hautunreinheiten habt oder Leute richtig mit Akne-Problemen oder Schuppenflechte oder, da ist das extrem wichtig, dass die Haut schön desinfiziert wird. Das heißt, der ganze Schmutz kommt hier nochmal runter. Dann lasst ihr das auch wieder so ein, zwei Minuten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt das auch im Schnelldurchlauf machen, das ist je nach Gusto. Dann habe ich dann hier das Schönheitswasser abgefüllt, das Sechserwasser. Könnt ihr eine kleine Flasche einfüllen mit einem guten Zerstäuber und sprüht das im Anschluss in euer Gesicht. Das hat denselben pH-Wert wie eure Haut. Und könnt das schön einwirken lassen. Zum Abschluss könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Nachtcreme noch dünn auftragen, eure Tagespflege und somit ist es das Hautbild perfekt. Das sind so die Tipps, wie es ablaufen könnte. Bitte guckt natürlich, es gibt so verschiedene Hauttypen, was euch besser tut. Ihr könnt natürlich den Ablauf auch verändern oder die Tagescreme, Nachtcreme komplett weglassen, wenn eure Haut das nicht mehr braucht. Aber das ist eine Basis, mit der wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, gerade bei denjenigen, die Hautprobleme haben. Ich mache das seit 3-4 Jahren täglich. Zusätzlich gibt es noch andere Sprühflaschen. Da haben wir auch immer 2,5er drin im Badezimmer. Damit kann man mal ganz schnell die Toilette desinfizieren oder die Zahnbürsten, wenn sie gerade da stehen. Wir befeuchten damit auch die Zahnbürsten, bevor wir putzen. Deswegen ist das so unser Sortiment, was wir immer regelmäßig im Bad stehen haben. Ein 2,5er Wasser oder 11,5er Wasser hält sich 7 Tage mit voller Leistung. Danach nimmt die Leistung ab. Und dann ist es natürlich auch Geschmackssache, wie schnell ihr es auffüllt. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist genauso wie bei einem Joghurt. Ihr könnt es danach noch verwenden, wenn ihr wollt. Oder die da sehr akribisch sind, natürlich nach 7 Tagen direkt schon wechseln. Macht das so, wie es euch gefällt. Ich verwende das immer locker 14 Tage, gerade wenn es für die Haut ist. Zum Desinfizieren der Toiletten ist es natürlich perfekt, wenn es dann alle 7 Tage frisch hergestellt wird. Ja, viel Freude bei der Anwendung und allen ganz viel Freude für noch schönere Haut.